Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben endlich auf die andere Flussseite übergesetzt. Und ja, ich würde vorschlagen, dann machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Allerdings muss ich euch sagen, ich habe... Upala, ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. Ich habe nämlich gerade ein Glas Cola getrunken. Wir haben hier wieder einen interessanten Bug tatsächlich. Wartet mal. Ich würde vorschlagen, Freunde, wir machen einfach mal weiter. Ich habe in der Zwischenzeit SimCity 4 auch nochmal privat gespielt. Tatsächlich. Und einiges rausgefunden. Ja, tatsächlich. Und zwar, ihr seht, wir haben noch stabile Einwohnernachfrage. Ne? Ich würde euch bitten, mal den Einwohnerbalken im Auge zu behalten. Im Moment seht ihr 20.000 Arme und 25.000 Reiche werden nachgefragt. Wir ersetzen mal diese großen Parks hier am Flughafen durch große Plazas. Ein scheinbar einfacher Trick. Und schaut euch gleich mal die Nachfrage nach Wohngebieten an. Ich hoffe, dass das jetzt auch klappt und nicht, dass da der Vorführeffekt ist. Aber guckt mal hier. Wir haben 25, fast 30.000 Arm und Reich und nochmal 20.000 mittlere Nachfrage dazu. Das ist eine Sache, die ich rausgefunden habe. Tatsächlich. Große Plazas generieren Einwohnernachfrage. Das ist tatsächlich so. Und ja, also das ist mir ganz spontan mal aufgefallen, als ich hier weitergebaut habe auf der Flussseite. Und ja, meine Güte, ne? Also dass man hier so so easy tatsächlich Einwohnernachfrage generieren kann. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet, aber es ist nun mal so. Und ach ja, eine andere Sache habe ich tatsächlich auch noch rausgefunden. Und zwar, früher oder später werden wir Verkehrsprobleme kriegen. Hier auf den Brücken. Ich meine, das sieht man ja, glaube ich, jetzt schon. Na, wartet mal, wenn man hier Verkehr macht. Ja, doch, seht ihr, die Brücke ist rot, ne? Ihr seht das. Viel Verkehr auf der Brücke. Da ist mir was eingefallen. Ah, kümmern wir uns erstmal um diese Lehrer hier. Mensch, 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 ihr unterbricht mich hier bei meinem Monolog. Was soll das? So. Genau, was ich nämlich. Ah, wo bin ich denn? Ah, okay. Was ich nämlich rausgefunden habe, was sehr gut ist, ist tatsächlich helfen. Freunde, ja, das gehört ja dazu, ne? Also, Wasserschifffahrt, natürlich. Und ich würde vorschlagen, dass wir das mal versuchen. Und zwar würde ich jetzt einmal hier einen Anlegeplatz machen für einen Hafen. Allerdings diese Dinger zu platzieren ist nicht so wirklich leicht, sagen wir es mal so. Deshalb habe ich den folgenden Trick. Wir können einfach diesen internationalen Hafen einmal bauen. Den werde ich nämlich nicht stehen lassen, weil der für Industriegüter ist, welche wir nicht haben. Können den einfach mal hier hinbauen. Machen den weg. Und dann haben wir hier eine Einbuchtung. So. Und in der Regel, ja, seht ihr das? Und schon kann man hier einen Hafen hinbauen. Ganz genau, Freunde. Ein Passagier- und Autohafen. Also es gibt jetzt Schifffahrt in unserer Stadt. Und das ist verdammt interessant. Interessant gemacht hier, ja, mit der Schifffahrt. Und auch schon angebunden alles, wo alles wunderbar. Im Prinzip ist es so einfach. Weil ich habe nämlich hin und her probiert in meinem privaten Durchgang. Tatsächlich auch mit Flussbett angleichen und so weiter. Und dann ist mir die halbe Stadt hier kaputt gegangen, weil es halt am Ufer stand. Und ja, wie gesagt, das ist nicht so toll gewesen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier unseren Hafen. Wird natürlich noch nicht genutzt, weil die Anlegestelle auf der anderen Flussseite fehlt. Na, da würde ich vorschlagen, machen wir hier mal was. Möglichst ohne die Gebäude abzureißen. Möglichst ohne die Gebäude abzureißen, habe ich gesagt, liebes Spiel.
Und ja, im Prinzip sind das so die Tricks, die ich jetzt privat rausgefunden habe. Passt das? Verdammt, es geht nicht. Mist. Da haben wir jetzt nämlich hier schon unser erstes Problem. Ich hatte nämlich gedacht, dass das hier geht, aber es geht scheinbar nicht. Okay. Müssen wir vielleicht doch ein Gebäude abreißen, oder? Wartet mal. Reiß mal die ganzen Parks ab hier. So, internationaler Hafen. Wo gehst du denn? Ah, hier. Es geht aber tatsächlich nur auf Kosten eines Gebäudes. Gefällt mir nicht. Auf Kosten sogar von. Ah, ne. Eines Gebäudes. Beziehungsweise zwei Gebäuden. Ich möchte die eigentlich ungern. Wartet mal. Ich habe eine andere Idee. So. Mach das mal bitte so. Das muss doch gehen. Wartet mal. Ja, ihr seht's, ne? Es ist nicht einfach, diese Häfen zu platzieren. Ist jetzt echt nicht einfach. Wartet mal. Aber wir führen gerade die Schifffahrt ein in unserer Stadt, ne? Und es sind so viele Jobs hier. Das sind mal eben 7000 Jobs, die da wegfallen. Für den Hafenbau. Aber wir müssen es halt. Wartet mal, können wir vielleicht. Ah! Ja, okay, dann machen wir es so. Dann ist es zumindest nur ein Hotel, was wegfällt. Und dann machen wir die Anlegestelle halt hier vorne hin, wenn das geht. Ich hoffe, nein, es geht nicht. Verdammt. Das heißt, wir müssen hier nochmal mehr Flachland tatsächlich generieren. Und ich hoffe, dass das klappt. So, einmal den Hafen bitte. Ja, sehr gut. Seht ihr das dabei? Ist nämlich unsere Anlegestelle für die Fähren, die dann übers Wasser fahren. Und ja, im Prinzip war es das schon. Ne? Also das sind die einzigen Sachen, die ich tatsächlich privat rausgefunden habe. Aber ich meine, das ist ja schon viel wert, ne? Wenn man da tatsächlich jetzt hat, so eine Schifffahrt hat in unserer Stadt. Das macht ja wirklich noch viel aus, sagen wir es mal so. Und wir sehen auch gleich, dass das hier echt genutzt wird. Diese Schifffahrt. Normalerweise. Wartet mal. So. Aha. Pendler 0. Ja, es sind noch Pendler 0. Aber mit der Zeit kommt das, glaube ich. Auf jeden Fall, wie gesagt, ja. Wir müssen auf jeden Fall weiter. An unsere Schifffahrt denken von jetzt an. Okay. Das wundert mich gerade, warum die das nicht nutzen. Ja, vielleicht ist die Straße noch nicht voll genug, weil ihr seht es ja, ne? Es ist noch gelb. Aber die U-Bahn im Fluss ist total überlastet, wie ihr seht. Vielleicht kriegen wir ja hier auch noch eine Verbindung irgendwie hin. Wartet mal. Kriegen wir hier irgendwie eine U-Bahn-Verbindung runter? Oder wir können ja. Ah! Stimmt, Freunde, wir können das ja so machen. Und dann einfach so mit. Verdammt. Schade, es hätte so gut werden können, ne? Shit. Ah. Weil hier unten im Fluss muss er tatsächlich auch U-Bahnen bauen. Und, Das Ding ist halt, die Küste ist zu steil. Freunde, die Küste ist viel zu steil, als dass man da eine U-Bahn drauf bauen könnte. Weil schaut euch das an. Der Balken, der ist richtig hochtief. Aber wie gesagt, probieren wir das einfach mal, ob das jetzt ausreicht mit der Schifffahrt. Ne? Um den Verkehr ein bisschen zu entlasten. Ja, wartet mal. Genau. Ich würde vorschlagen, wir bauen hier an unsere Küste den nächsten Anlegepunkt. Das ist jetzt die Frage, wo machen wir den hier am besten hin?
den ich. Ich denke mal hier, bei diesen ganzen kleinen Plazas hier. Das ist doch ein guter Anlegepunkt, denke ich mal, um möglichst wenig Gebäude abzureißen. Ja, aber müssen wir tatsächlich erstmal. Erstmal so hier. Ah! Shit, das tut mir leid. Shit, da ist doch was. Doch was, ja. Doch was weggeflogen. Ja, super. Ganz toll. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja, gut. Das war, glaube ich, ein. War das ein Gewerbegebiet? Weiß ich gerade gar nicht. War das ein Gewerbegebiet? Gucken wir gleich. Und da können wir einen Hafen machen. Sehr schön, Freunde. Ja, wie gesagt, das mit den Häfen hier in SimCity 4 ist mir ein bisschen fummelig. So, aber wir haben es. So, das waren, glaube ich, Jobs. Ja, das waren, glaube ich, Gewerbegebiet. So, okay. Genau, da. Ah, sehr gut. Da kommt direkt wieder was nach. Ist doch perfekt. So, dann machen wir den Leuten, die hier ankommen, Bushaltestelle und U-Bahn-Station hin. Aber hey, das läuft im Let's Play läuft das besser als in meinem privaten Durchgang mit den Häfen. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, kommen wir hier runter. Ah, so kommen wir runter. Seht ihr das? Guckt mal. So kommen wir in den Fluss rein. Haha, alles klar. Das heißt, wir können hier eine Verbindung hinmachen. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt gut für die Umwelt, aber was soll man machen? Wir müssen hier unbedingt irgendwie eine Verbindung rüber schaffen. Und wie geht's besser als so, ne? Alles klar, das heißt, wir haben hier wieder unseren nächsten Hafen. Wird noch gar nicht genutzt, ne? Aber wie gesagt, das kommt. Das kommt. Mit dem Wachstum kommt das alles. Weil sich dann die Leute, die hier auf der Seite wohnen, Jobs auf der anderen Stadtseite suchen und umgekehrt. Okay, da können wir leider nichts machen. Das heißt, wir müssen wieder den Trick mit dem internationalen Hafen machen. Ich habe doch eben gesehen, dass es ging. Wartet mal. Da, ahaha, okay. So, perfekt. Und wieder wegmachen. Und hier bitte eine Anlegestelle. Jawohl, Freunde, so läuft das. So läuft das. Ich bin echt überrascht, muss ich sagen, dass das so gut läuft hier mit den Häfen. Hätte ich echt nicht erwartet. So, und hier seht ihr, die Autos kommen von hier. Ne? Und schaut mal, es wird genutzt. Ha, dieser Hafen hier wird schon genutzt. Seht ihr das? Und schaut mal, die fahren nämlich hier rüber. Momentane Nutzung 3800. Ja, da geht's los. Und wir sehen unsere erste Fähre. Unsere erste Auto- und Passagierfähre, Freunde. So, und wir sehen die Verbindung, ne? Ah, verdammt, jetzt gerade wieder nicht, weil es. Ah, doch, jetzt. Wir sehen die Verbindung. Also, die Leute kommen von hier mit dem Auto, fahren hier runter, fahren mit der Fähre rüber und fahren hier weiter. So soll das im Prinzip nämlich auch sein. Hier oben zwar nicht scheinbar, aber ist in Ordnung. So soll es aussehen. Weil anstatt, dass die über die Straßen fahren, nehmen die einfach das Schiff und produzieren keinen Verkehr hier. Ich meine, hier fahren sowieso relativ wenig drüber. Das finde ich auch gut so. Und ja, im Prinzip, genau. Wir haben jetzt offiziell die Schifffahrt bei uns eingeführt. Finde ich sehr cool. Also, finde ich sehr, sehr gut. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei SimCity 4. Wie es jetzt tatsächlich weitergeht uns drauf, Schatz. So, ich würde vorschlagen, dann expandieren wir auch erstmal weiter. Ich mache jetzt noch hier kurz die Bäume hin. So. Dann würde ich vorschlagen, genau. Expandieren wir. Wie sehen unsere Finanzen aus? Sehen gut aus. Wir sind 4000 im Plus. Wir sind ja in Bildung. Bildung ist relativ hoch. Das ist gut. Gut, Freunde. Dann würde ich vorschlagen: Bauen wir Wohngebiete. Ja.
Genau, wir haben nämlich da oben. Haben wir die Grundschule? Ach, da hinten. Ja, ist okay. Dann bauen wir hier jetzt mal eine neue hin. Aber hier erstmal bitte eine Autobahnauffahrt. Ganz wichtig. So, wenn wir das nämlich miteinander verbinden. So. Da machen wir einfach mal eine Verbindung rüber. So. Wunderbar. Ja, und wir haben eine stabile Wohngebietsnachfrage. Das heißt, wir können hier oben loslegen. Wunderbar. Gut, dann machen wir das. Aber erstmal, wie gesagt, Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen. Das heißt, Polizei, Krankenhaus, Feuerwehr und alles Mögliche. Ah, nee, hätte ich gerne eine Auffahrt. Wartet mal. Da hätte ich gerne eine Auffahrt. Da. Perfekt. So, dann verbinden wir das. Dann hätte ich gerne hier in der Mitte noch mal eine Auffahrt. So, schön strukturiert hier. Und ja, dann, wie gesagt, hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut. Ich nehme das ganz klassisch wieder an einem Sonntagabend auf hier, wie es sich gehört. Und wie ihr es auch gewohnt seid. So, dann machen wir hier gleich nochmal. Warum nicht? Gebiet ungeeignet zum Bau von Netzwerk. Ah, okay. Ja, wegen der Autobahn. Ist okay. Dann machen wir das halt so und hier einmal eine große weiterführende Schule rein. So. Wunderbärchen. So, weil wir müssen nämlich aufpassen, weil irgendwann ist es wieder so weit, dass die Nachfrage wieder flöten geht. Ne, die Nachfrage nach Einwohnern. Und das möchte ich doch bitte, bitte verhindern. So. Ihr oben habt eine Bushaltestelle U-Bahn-Verbindung. Dann machen wir. Ich würde vorschlagen, dass wir das so machen, dass wir das hier hin. Oh, kein Wasser mehr. Wie kein Wasser mehr? Wir brauchen mehr Wasser. Ja, okay, krass. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Wir müssen uns Wasser besorgen, Freunde. Mehr Wasserunterstützung für unsere Hauptstadt. Und würde ich vorschlagen, machen wir das einfach. Genau. Ich meine, wir haben diese Woche ja ein bisschen mehr Zeit mit SimCity, ne? Also diese Woche kommt tatsächlich 3 Folgen SimCity. Was mich auch sehr freut, weil halt einfach ja, Empire Earth, also Resident Evil, ist ja schon letzte Woche zu Ende gegangen. Empire Earth ist diese Woche zu Ende gegangen. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen Pufferzeit, die wir mit SimCity 4 füllen können. Und das finde ich doch ja, sehr gut. Tatsächlich. Und genau, das war's mit dem Wasserproblem. So schnell geht's. Und ja. Weil SimCity 4 wird Zeit, dass wir hier auch mal ein bisschen Fortschritt kriegen. Ne? Dass wir hier mal ein bisschen die Stadt vollbauen. Ich meine, warum denn nicht? Ne? So, naja, wobei, wartet mal. Ach, ich. Wir haben ja gar kein Wasser gebraucht. Ich Idiot. ich könnte mich dafür immer selber ohrfeigen, aber ist okay. Wartet mal, dann haben wir jetzt halt Nachbarschaftshandel, weil die Kosten explodieren, wie ihr seht. Dann machen wir es halt wieder so und gucken mal, ob das ausreicht. Passt. Okay, wunderbar. Dann ziehen wir mal Wasserleitungen nach unten. Reicht erstmal. Gut, hier kommen schon wieder einiges an Wohngebiete. Das finde ich doch mal super. Und da oben haben wir eine Bushaltestelle, aber keine U-Bahn-Station. Das müssen wir ändern. Können wir hier oben dann euch eine U-Bahn-Verbindung geben? So, wunderbar. Wartet mal. Mir fällt gerade mal was auf. Wir können doch. Hier 3x3 Gebiete reinbauen.
Da kommt wieder ein Geschenkchen. Das lassen wir mal schön bleiben. So, das wird jetzt so machen, genau. Dann können wir hier nämlich 3x3 schöne Gewerbegebiete reinmachen. Und ihr seht, ich baue Landstraßen. Muss nicht unbedingt sein, wartet mal. Wir machen hier mal Einbahnstraßen draus. Ist, glaube ich, besser so. So, wunderbar. Dann können wir hier nämlich schön den Platz hier ausfüllen mit ja, Gewerbegebiete. Kommt schon wieder ein Geschenk. Was soll denn das? Auch euer Geschenke nicht. Ach, immer dieses. Ja, dieses, das mit den Geschenken ist halt so. Das sind Gebäude, die es theoretisch gibt, aber die ich nicht runtergeladen habe. Ne, deswegen. Aber, wie gesagt, irgendwann kriegen wir das auch noch gebacken, dass ich die vielleicht ja, installiere, dass wir die dann auch sehen. So, dann einmal schön mit dem Netz verbinden hier. So, wunderbar. Und dann müssen wir uns auch im Laufe dieser Folge, nämlich jetzt, mal auf den Verkehr achten. So, weil der sieht ja noch sieht der okay aus. Aber wie gesagt, das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Wir haben zum Glück unsere Häfen hier. Aber, ja genau, hier unten die Verbindung zum Beispiel, ne? Die wird sehr krass genutzt. So. Gut. Was ist denn da jetzt schon wieder? Also hier poltert die ganze Zeit irgendwas. So, Verkehr. Ist noch grün. Ja, gelb, okay. Okay. Mach mal bitte Verkehr. Ach du Scheiße, der hier drüben, der Verkehr ist echt miserabel. Pff. Aber okay, ihr seht's. Die nutzen hier auch die U-Bahn tatsächlich in Verbindung dazu. Hier sieht es ja U-Bahn 2. Ja, gut. Monorail auch. Okay, interessant. Ihr seht es, ne? So kann man das richtig schön einbinden, diese Schifffahrt. So, wunderbar. Aber ich würde vorschlagen, wir bauen weiter. Wir bauen weiter hier unsere schönen Gewerbegebiete weiter und Wohngebiete vor allem. Ein Fehler, den wir auch nicht machen dürfen hier, ist die Steuern zu verändern. Weil sobald man damit anfängt, mit diesem Teufelskreis Steuern, dann ist es so, dass tatsächlich... Ja, wie soll ich das nennen? Ja, wie gesagt, dann ist es so, dass die Einwohner trotzdem nicht zufrieden sind, auch wenn sie weniger Steuern zahlen. Das führt dann zu Finanzproblemen. Und deswegen lasse ich erstmal die Steuern tatsächlich in Ruhe. Wir haben sie sogar auf 6% noch. Sondern spiele mit der Bildung ein bisschen rum. Nee, weil der Bildungsbalken, das reicht auch, wenn der ein bisschen runtergeht, wenn wir weniger verdienen. Das ist okay. Aber ich würde schon gerne immer wieder im Plus bleiben. So, ich denke nämlich auch, dass wir jetzt hier tatsächlich mehr Jobs einfach brauchen. So. 5, 6, 7, 8. Ja, passt doch wunderbar. So. Dann machen wir direkt weiter. Haben wir hier eine Monorail irgendwie? Ja, haben wir. Die würde ich schon ganz gerne einbinden. So, dann machen wir das so. Und so. Richtig schnell hier alles... Die Infrastruktur hinstellen. Ja, warum eigentlich nicht? So, schöne Stationen überall. Damit sie auch ja nicht meckern, dass sie nicht mit der Bodenwelle verbunden sind, ne? So, ah, geiles Soundtrack. So, dann machen wir das einmal so. Oh, schaut euch das mal an. Halleluja. Wow. Massig Jobs hier.
einfach mal 6. Sieht geil aus. 6 Hochhäuser hier durch, aber ich muss. Ja, lass die mal aufbauen. Ich hab, glaube ich, eine Straße hier vergessen, ne? Ja, gut, ist egal. Es sieht geil aus, einfach im Gleichschritt hier. So muss das laufen, Freunde. So, dann machen wir hier auch nochmal Infrastruktur. Verkehrsinfrastruktur. Bushaltestelle und U-Bahn, natürlich. Das muss leider weg, das Kleine. Das ist okay. Oh, schau dich diese Mauer an hier. So krass einfach. Es ist noch zu frisch, okay. Ich würde gerne gucken, wo die Pendler herkommen. So, machen wir aber gleich. Alles klar, dann machen wir jetzt weiter. Ja genau, ihr seht es nämlich, ne, hier in der Mitte müsste eigentlich noch eine U-Bahn-Station. Dafür müsste eigentlich noch eine Straße, ja, wobei, nee, eigentlich nicht. Wartet mal. Bushaltestelle, U-Bahn-Station kann man auch hier so hin machen. Aber hier einfach den Rest mit Parks voll. Genau. So. Und die schönen Bäume. Jetzt war auch schon wieder fast am Folgenende, ne? Richtig krass. Aber jawohl, wir haben Fortschritt, Freunde. Sehr, sehr cool. Ah, und schaut mal, die kommen von hier. Alles klar. Alle aus diesem Gebäude. Ah, sehr wunderbar, Freunde. Wunderbar. Und ihr seht, wir verdienen uns wieder eine goldene Nase. Finde ich gut. Und ich würde sagen, ein Gebiet können wir hier tatsächlich noch hinmachen. Ja, wobei, war das jetzt so klug, hier Gewerbe hinzumachen? Ja, doch, eigentlich. Weil wir haben hier eine Schule. Das heißt, wir können hier unten... So, wartet mal. Wir können hier unten nämlich dann... neues Wohngebiet hinmachen. So. Auch schön an die Monorail hier. Weil wir haben ja hier die Schule, ne? Und die Schule muss man nutzen. Würde ich sagen. Und dafür kriegen wir hier... ja, genau. Schöne Wolkenkratzer. So ist zwar direkt neben da... neben dem Klärwerk, aber mein Gott. Man kann nicht alles haben im Leben. Seht ihr das auch so? Ich hoffe ja. So, oh, was war das? Wir bauen hier wieder Unfälle, wie Bekloppte. Ja, okay. Manche Idioten können halt kein Auto fahren. Schaut euch das an hier. Die können wieder kein Auto fahren. Ach, Leute. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, hier unten könnte man... Mach eine U-Bahn-Station hier unten hinkommen. Dazwischen. So, ganz genau. Und ja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Folgenende angekommen. Aber wie gesagt, da wir diese Woche 3 Folgen haben, macht das nix. Wir werden diese Woche sehr guten Fortschritt haben, da bin ich mir sicher. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzähl es gerne weiter, den Kanal. Und ja, bis hier weitergeht, sehen wir doch beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.